Hallo Leute, heute stelle ich mich der schier unmöglichen Aufgabe, all meine Waschstücke zu ranken. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chenya und ich beschäftige mich mit Inhaltsstoffen in Hautpflege und in dekorativer Kosmetik, weil ich einfach eine super empfindliche Haut habe, die gerne mal mit Pusteln auf bestimmte Produkte, aber auch Inhaltsstoffe reagiert. Und da es einige Stoffe gibt, die die Haut reizen können, muss ich da besonders drauf achten. Also falls es euch ähnlich geht oder ihr euch für dieses Thema interessiert, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr hier dran bleibt und eventuell meinen Kanal abonniert. Bevor ich mit dem Ranking anfange, möchte ich noch kurz euer Wissen zum Thema Waschstücke auffrischen. Wir unterteilen Waschstücke in drei Kategorien. Es gibt Seifen, Sündets und Kombi-Waschstücke. Seifen enthalten, wie es der Name schon sagt, Seifentenside, Sündets enthalten moderne Tenside und Kombi-Waschstücke vereinen beides, sprich Seifentenside und moderne Tenside. Welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Waschstücke haben, habe ich auch sehr, sehr ausführlich auf meinem Blog behandelt. Also falls euch das näher interessieren sollte, klickt einfach hier oben auf das i und dann werdet ihr schon zu meinem Blogpost weitergeleitet. Auf dem letzten Platz ist für mich persönlich die Alverde Gesichtsseife, die genau genommen gar keine Seife ist, sondern ein Kombi-Waschstück, sprich sie vereint Seifentenside mit modernen Tensiden. Ich persönlich bin damit überhaupt nicht klargekommen und habe dieser Gesichtsseife auch ein komplettes Video gewidmet, weil mich das Marketing so extrem aufgeregt hat. Sie wird als besonders sanft vermarktet, was ja anhand der Formulierung einfach überhaupt nicht zutrifft. Und meine Haut ist auch damit nicht sonderlich gut klargekommen. Sie hat sich danach sehr quietschig und sehr, sehr trocken angefühlt. Also wenn ihr das bei eurer Haut auch bemerkt, nach einer Reinigung, dass die sich super quietschig und sehr trocken anfühlt, dann ist das ein Zeichen von Irritation und kein Zeichen von Sauberkeit. Also das ist für mich persönlich einfach das schlechteste Waschstück, das ich jemals getestet habe. Dicht gefolgt kommt die feste Gesichtsreinigung von Isana. Ich habe hier auch noch die Verpackung, auf der mit einer extra milden Formulierung geworben wird, was ja auch nicht unbedingt zutrifft aufgrund der Inhaltsstoffe, denn diese Gesichtsreinigung enthält einige relativ harsche Tenside und ich muss sagen, dass sie ein ähnliches Hautgefühl hinterlassen hat wie die Alverde Gesichtsseife, sprich eine super quietschige und super trockene Haut. Also auf Dauer funktioniert das für mich persönlich überhaupt nicht, weil ich einfach eine sehr empfindliche und auch noch trockene Haut habe. Aber da ich damit ein kleines Fitzelchen bisschen besser zurechtgekommen bin als mit der Alverde Gesichtsseife, ist diese sozusagen nicht auf dem letzten Platz. Die festen Shampoos von Alverde und Altera teilen sich den gleichen Platz, weil sie einfach ähnlich formuliert sind und auch ähnlich performen. Beide setzen auf SCS als Tensid, sprich Natriumkokoylsulfat, und das ist jetzt nicht unbedingt das hautfreundlichste Tensid, vor allem wenn es nicht mit anderen Tensiden kombiniert wird, welche das Irritationspotenzial von SCS herabsetzen können. Und ich muss sagen, dass mir das bei Dauergebrauch bei diesen Shampoos auch extrem aufgefallen ist. Irgendwann war meine Kopfhaut gereizt und hat gejuckt und war sehr trocken. Aber sie haben eben auch auf Dauer relativ fettige Strähnen hinterlassen, wodurch ich dann eben auch auf flüssige, normale Shampoos zurückgreifen musste, um diesen Fettfilm wieder zu entfernen. Kommen wir zum festen Shampoo von Foamy, welches speziell für trockenes Haar beworben wird. Und irgendwie wird hier der Name dem Produkt nicht wirklich gerecht, denn es hat überhaupt nicht geschäumt. Soweit ich weiß, wurden die festen Shampoos auch zwischendurch mal umformuliert. Aber ich weiß nicht genau, wie eben die neuen Produkte performen, weil ich einfach dieses noch da habe und relativ schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, weil man den Schaum natürlich braucht, um das Produkt auf der Kopfhaut und im Haar verteilen zu können, und ohne Schaum geht das hier einfach nicht. Also ich konnte mir da minutenlang die Hände einschrubben oder eben auch die Kopfhaut einschrubben. Theoretisch soll man das ja nicht machen, weil einfach die Tensidkonzentration in diesen Waschstücken relativ hoch ist. Also am besten einfach in den Händen aufschäumen und dann den Schaum auf Kopf und im Haar verteilen. Ging hier absolut nicht, weshalb das für mich persönlich ein absoluter Flop war, obwohl die Tensidkombi eigentlich relativ gut ist. Es sind ein paar deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten, aber darüber kann ich hinwegsehen, weil es sich hierbei um ein Rinse-Off-Produkt handelt. Aber alles in allem hat das für mich persönlich einfach überhaupt nicht funktioniert.
Die feste Gesichtsreinigung hingegen performt um einiges besser, weil sie einfach einen Schaum erzeugt, den man auch gut auf der Haut verteilen kann. Und das ist auf jeden Fall eine der besseren festen Gesichtsreinigungen, die ich ausprobiert habe. Die Reinigungsleistung reicht meiner Meinung nach für Make-up und sowas nicht aus. Aber wenn man nichts drauf hat oder nur ganz wenig Hautpflege oder irgendwas in die Richtung, dann bekommt man das damit auf jeden Fall ganz gut ab. Ich bin zwar kein großer Fan davon, so Waschstücke zur Gesichtsreinigung zu verwenden, weil einfach die Tensidkonzentration, wie gesagt, relativ hoch ist und man da ein bisschen aufpassen muss im Gesicht, vor allem wenn man eine empfindliche Haut hat. Aber das hier hat auf jeden Fall halbwegs gut funktioniert, ohne meine Haut zu stark zu reizen. Die Tensidkombi ist auch relativ hautfreundlich gewählt. Das handelt sich ja auch um ein Syndet. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die starke Parfümierung. Also das liegt jetzt schon seit Monaten bei uns im Bad rum und das riecht immer noch so extrem blumig wie am Anfang. Ich persönlich verwende es mittlerweile eher zum Haare waschen und zum Duschen, aber wenn ihr eine feste Gesichtsreinigung sucht, vor allem in so einem kleinen Format, dann kann ich euch das ja auf jeden Fall empfehlen. Okay, wir nähern uns langsam den Top 5 und auf Platz 5 hat es das feste Shampoo von Erika Naturkosmetik geschafft. Das hier ist die Version ohne Parfümierung und es basiert hauptsächlich auf SCI, einem hautfreundlicheren Tensid, und dabei handelt es sich auch um ein Syndet. Ich muss sagen, dass ich eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen bin. Also es performt wunderbar, es lässt sich gut verteilen. Mein einziges Problem ist einfach, dass es für mein dünnes und relativ anspruchsloses Haar eher ungeeignet ist, weil es einfach wirklich einen ziemlich starken Fettfilm im Haar hinterlässt. Sprich, nach dem Waschen hingen meine Haare in Strähnen runter. Aber wenn ihr relativ trockenes oder strapaziertes Haar habt und ein bisschen mehr Pflege benötigt, dann könnte das hier definitiv was für euch sein. Danach kommt das feste Shampoo von Nikama, welches leider ein ähnliches Problem erzeugt wie das feste Shampoo von Erika Naturkosmetik, aber ein kleines bisschen weniger. Sprich, es ist weniger fettig und weniger pflegend, aber dennoch too much für mein Haar, weshalb ich es hauptsächlich zum Rasieren benutze, ähnlich wie bei dem von Erika Naturkosmetik. Das basiert auch auf SCI und ich komme auch wunderbar damit zurecht. Es lässt sich gut aufschäumen und verteilen, enthält keinerlei Parfümierung und ist einfach ein wundervolles Produkt, wenn man denn das passende Haar dazu hat. Allgemein habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass ich es mit meinen Waschstücken so handhabe, also wenn ich nicht mit denen zurechtkomme, dass ich die entweder zum Rasieren verwende oder aber auch zum Pinselwaschen, also weggeschmissen wird hier nichts. Auf Platz 3 hat es ein Klassiker geschafft, nämlich das seifenfreie Waschstück von Balea Med, welches ihr bei den Seifen findet, obwohl es sich hier um ein Syndet handelt. Die Tensidkombi ist relativ hautfreundlich, also es ist auch SCS enthalten, aber auch einige Inhaltsstoffe, die dessen Irritationspotenzial herabsetzen. Was die Platzierungen angeht, sind das mittlerweile nur noch so kleine Nuancen und persönliche Präferenzen. Hier zum Beispiel gefällt mir die Parfümierung nicht ganz so gut. Sie ist mir persönlich ein wenig zu altbacken, aber nichtsdestotrotz performt dieses Produkt ganz gut. Es lässt sich gut aufschäumen und verteilen und hinterlässt bei mir nicht zu gepflegtes Haar, aber auch kein allzu stumpfes Haar. Auf Platz 2 hat es ein ganz besonderes Waschstück geschafft, und zwar dieses hier von Waschkram, das an einer süßen Kordel hängt. Ich weiß, dass die Form erstmal gewöhnungsbedürftig ist und was Besonderes ist, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann funktioniert das richtig, richtig gut. Ich persönlich mache das immer so, dass ich mir die Hände anfeuchte und das Shampoo dann darin aufschäume und den Schaum dann sozusagen auf Kopf und in die Längen verteile. Für mich persönlich ist das einfach so ein perfektes Zwischen. Es ist nicht zu pflegend, aber dennoch ausreichend für mein Haar. Also ist jetzt nicht so, dass es extrem fettige Strähnen hinterlässt. Ich persönlich mag es richtig, richtig gerne. Es basiert auf SCI, also handelt es sich hierbei auch um ein Syndet. Und das hier ist übrigens auch die parfümfreie Version, also komplett ohne Beduftung oder deklarationspflichtige Duftstoffe. Auf Platz 1 hat es das feste Shampoo von Isana in der Version Mango Kokos geschafft, und das liegt nicht nur daran, dass ich es easy beziehen kann und es relativ günstig ist, sondern weil ich natürlich auch wunderbar damit klarkomme. Es ist auch SCS enthalten, aber es ist nicht das Haupttensid. Es performt gut, es lässt sich gut aufschäumen und verteilen. Es ist nicht zu pflegend für mein Haar, aber auch nicht zu austrocknend. Ich denke jedoch, dass es für Menschen mit trockenen und strapazierten Haaren eher ungeeignet
ist. Dafür ist es einfach zu entfettend. Aber für mich persönlich funktioniert es wunderbar. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich diesen Mango-Kokosduft richtig, richtig gerne mag, weil er mich so an schöne, warme Sommertage erinnert und das ganz ohne deklarationspflichtige Duftstoffe. Und das war's mit meinem Ranking. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und auch ein bisschen hilfreich war. Schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, ob ihr Waschstücke für Haut und Haar bereits ausprobiert habt und welches euer persönlicher Favorit ist. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!